Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play World of Warcraft und was sehen wir? Eine neue Inni. Zul Farrak, meine Damen und Herren, finde ich gar nicht mal so schlecht. Haben wir ein bisschen Abwechslung. So ordentlich die Quests hier annehmen. War auch schön die Erfahrung raus grabbeln sozusagen. Oh, Gildenherausforderung. Nee, das waren wir nicht. Wir sind ja gerade hier reingekommen. Außerdem nicht in der Gildengruppe. Ärgerlich. Ich habe gerade mal in der Gilde gefragt, aber irgendwie hat keiner einen Char auf unserem Level hier. Von daher bringt das nicht allzu viel, da jetzt irgendwie großartig eine Gilden-Ini, also ne, so low und so. Macht natürlich mehr Spaß mit Leuten, die man so kennt, aber mit mir will keiner spielen. Naja, was will man machen? Ordentlich den Schattenblitz hier am Durchkickhorn sozusagen. Hier war ich auch schon länger nicht mehr drin. Ist gar nicht mal. Oh, ich merke gerade, ich habe den Ton ja gar nicht an. Das machen wir doch mal. Sekunde, wir müssen einmal System, Sound, den drehen wir erstmal hoch. Und dann STRG S, STRG M. Da ist er. Jetzt muss ich natürlich wieder Sekunde. An den Kopfhörern rumschraubohren. So. Sehr schön. Ja, ich glaube, das ist immer noch ein bisschen laut. Kommen wir schon zur Treppe? Nee, kommt erst gleich. So. Gehen wir mal hier in die Gruppe. Ach, so ein Durchfächer wäre cool, aber. Nix Durchfächer. Oh, ich muss doch noch leiser machen. So, leiser geht aber auch nicht mehr. Jetzt sind die Kopfhörer auf Minimum dann. Dummer Spack kann nicht mal reden. Oh, ich sterbe. Kann ja wohl auch nicht sein hier. Was ist da los? Oh mein Gott! Ja, zu viel gepullt, würde ich sagen. Ja, passiert, da kann man nichts machen. Dann halt nochmal. Aber nochmal in schön, bitte. Unsere Gifte laufen eh bald aus. Da können wir die auch nochmal neu drauf machen. So. Ach, hier kann man drin reiten. Ne? Das ist ja praktisch. Juhu. Auf meinem Pony reite ich durch die Gegend. Ich glaube, das wird hier sehr, sehr lange dauern. Warum machen wir die nicht erstmal? Was soll der Quatsch schon wieder? Naja. Naja. Ich sehe jetzt schon kommen, dass wir hier nochmal sterben. Was äußerst peinlich wäre. Let's kicken. Ui. Ich glaube, das hat nicht ganz geklappt. Aber naja. Ach, das war CD auf dem Kicker. Ja, da konnte ich nichts für.
Allerdings hätten wir gerade richtig gekickt, dann wäre der CD wieder ausgelaufen. Wir hätten jetzt gerade nochmal kicken können. Von daher war es doch mal schwer. Naja. Aber wegen dem sind wir gerade nicht gestorben. Von daher habe ich ja noch einen guten. Ne? Das sag ich jetzt mal. Einfach so. Ist mir egal, was die anderen meinen. Ah. Nur meine Meinung zählt, ist ja klar. So, Turbo an. Und umflexen. Und die Schammis auf dem Level schon ihren Kettenblitzschlag? Ich weiß nicht. Gucken. Ja, haben sie. Das ist natürlich schön da. Können die. Huh. Die Heilung gekriegt. Sehr gut, sehr gut. Ja, wir hatten gerade, bis gerade eben noch Raid. Sind gut durchgekommen. Ich glaube, 8 Bosse oder so. Wer ging jetzt nicht in 3 Stunden? So mit Poisken zwischen und so, ne? Am Montag geht's dann heute. Und der Manswift kann man, glaube ich, gar nicht an einem Tag schaffen. Also, ja. Kommt halt drauf an, wie lange, ne, man da raidet. Aber wir haben halt immer so 3 Stunden. Und, ja. Das ist halt schon ganz okay, so finde ich jetzt. Der Drop ist zwar wie immer eine Scheiße, aber da haben wir ja keinen Einfluss. So. Na gut, ein paar Teile waren schon bei, die man brauchen konnte, aber ja, der Großteil. Und ey, was ist denn hier los? Das kann es ja wohl auch nicht sein. Gott. Ich sag da jetzt mal gar nichts zu, das ist ja katastrophal. Ist ja fast peinlich, da möchte man ja schon fast die Gruppe lieben, aber wir sind ja ein paar tapfere Recken, Schrägstrich, Haudegen, Schrägstrich, Vollidioten, die hier den Scheiß immer noch mitmachen. Hui, da habe ich eine Glocke auf dem Kopf. Sehr gut, sehr gut. Glocken mag ja wohl jeder. Entschuldigung. Aber ich würde meinem Ärger dennoch gerne mal Luft machen. Moment. So. Ja, man muss ja auch mal, ne, irgendwie seinen Dampf und so rauslassen. Bis sie wenn mal reingelaufen sind, vergeht ja eh ewig Zeit. Leisten Sandner. Das sind schon Narren, wenn die sich mit uns hier anlegen. Das sehe ich genauso. Oh, oh. Der Minotaurus. Sieht der wohl aus? Richtig scheiße. Will er den ganzen Raum polen und sterben oder diesmal nicht? Und ich fürchte, das wird ihm bei der nächsten Gelegenheit wieder passieren, weil die Leute lernen hier einfach nicht. Gefährliche Namen hier. Bluttrinker der Sandwüter. Also, wenn ich mich jetzt nicht darüber kaputt lachen müsste, würde ich da echt Angst vor haben.
in irgendeinem anderen Universum. Wahrscheinlich. Wo man halt Angst vor Bluttrinkern hat. Von den Sandwäldern. Hier schon, was ich meine. Das hört sich auch mal an, rum. Ich weiß schon, wo ich die Sounds immer aus habe. Aber das ist ja sonst so langweilig zum Zugucken. Ohne dieses Krips, put, ne? So, gehen wir mal auf diesen Basilisken. Entschuldigung, auf diesen Sandkrieger von was? Wie hält die? Hä? Ey, beweg dich doch nicht. Ich kann. Ja, ja soll. Meine Fresse wird stirbt doch mal. Ich bin vernünftig lesen. Wie im Park, wenn man da mal ein Buch lesen will. Da kommt immer so kurz an und rütteln an der Bank rum. Solitus. Solitus, Solitus. Ja, ja. Man merkt schon, das sind ein paar ganz kreative da bei Blizzard. Oh mein Gott. Da castet der Untote. Untote sind cool. Untote Beste und so. Cast-Animation, da geht nichts drüber. Also gar nichts. Also wirklich nichts. Punkt. Ausrufezeichen. So, ich glaube, die musste man für eine Quest killen oder so. Oder war das nur früher? Ich weiß es nicht. Oh, hier ist so ein Märtyrer. Märtyrer können wir nicht leiden. Ja. Außer wenn es Autos sind. Alte Witze, FTW. Wie heißt das? Necker? Necker? Komm, wir kennen ihn. TK, so. TK, der Märtyrer. Ich überlege gerade, ob es ein Automodell gibt, was so ähnlich heißt. Ich glaube nicht. Wenn ich mich da irren sollte, gerne berichtigen. War das eigentlich schon ein Boss? Mal gucken. Die sehen ja alle gleich aus, diese... Ah ja, Turbo. Entschuldigung. Diese Trolle, die sehen alle gleich aus. Wie soll man auch da den Boss vom normalen Mob unterscheiden? Besonders wenn die umfallen mit so ein paar Fliegen. Oh, oh, oh. Schnell weg hier. Das war knapp. Da haben wir uns gerade nochmal aus der Affäre gezogen. Die. Huh. Ruckelt die Zuckel. Hip, zip, zap. Der Schwanz ist ab. Also vom Basilisken jetzt. Meine ich. Du Sau. Denk doch nicht immer an sowas. So. Schattenjäger der Sandwürmer. Schon so einen gefährlichen hier. Mensch. Weil das Problem ist an denen, die hören sich gefährlicher an, als sie sind. Das kommt halt auf Dauer nicht so geil. Ah. Das ist ein Boss. Merkt man daran, dass er einzeln ist. Nicht, dass er anders aussieht. Hey, bleibst du hier? Da macht der Kettensitzschlag auf eins. Ich bin ja nicht so der Charme-Experte. Ach cool, den braucht man auch eine Quest für den Boss. Ja, wenn man den wohl auch auslassen kann, dann müssen wir extra eine Quest für reinmachen, damit man den überhaupt macht. Das ist ja ganz schön erbärmlich. Oh, oh, oh. Ah, Up Mountain. Das ist wie diese Ali-Taktik da. Im BG.
Einfach einen vorrennen lassen und die ganzen Vollidioten abmachen und alle auf einem rumschnitzeln, naja. Ich will mal nichts gesagt haben. Lauft doch, ihr Lappen. Ich bin hoch zu Ross. Und ist einer hoch zu Schildkröte. Auch gut, auch gut. Hat sich natürlich jetzt nicht so gelohnt dafür die 2 Meter, aber er zeigt halt, was er hat.